Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Lauf Nummer 2 meiner Euro GT Challenge gegen die iRacing KI. Wir sind jetzt hier auf Imola unterwegs. Im Quali konnte ich mich auf den 9. Platz qualifizieren und damit starten wir jetzt hier auch ins Rennen. Wir warten, bis die Ampel jetzt hier auf grün geschaltet wird, verpennt sie aber ein bisschen die Beschleunigungsphase der KI und jetzt haben wir die grüne Ampel, jetzt geht's los, jetzt geht's hier ins Rennen und das, meine Freunde, kann ich euch jetzt schon mal sagen, war verdammt spannend, denn wir haben am Ende eine richtig gute Platzierung hier rausgefahren. Aber die werdet ihr gleich sehen, jetzt gehen wir erstmal hier wirklich in die Startphase rein und versuchen jetzt uns erstmal hier den Lambo zurechtzulegen und uns den hier gleich irgendwie zu snacken, weil ihr wisst, in der ersten Runde ist die KI noch ein bisschen recht langsam unterwegs, da kann man, wenn man aufpasst, den einen oder anderen Platz gut machen, den man später im Rennen echt gut gebrauchen kann. Und so habe ich mich jetzt hier neben den Lambo gesetzt, komme jetzt hier in die Tossa-Kurve oder Tossa, wie auch immer, auf der Innenlinie raus, aber habe das mit der Beschleunigung irgendwie verkackt, sodass der Lambo da einfach viel, viel schneller draußen war und sich eben wieder vor mir setzen konnte, ja. Aber jetzt hier in der nächsten Kurve, in der Piratella-Kurve, habe ich das Ganze wieder geklärt und habe jetzt hier den Platz gesaved und bin jetzt hier vor dem Lambo. Jetzt heißt es erstmal nach vorne schauen, gucken, dass man nach vorne hin nicht irgendwie einen Auffahrunfall riskiert, weil man zu sehr pusht. Aber gleichzeitig muss ich auch irgendwie schauen, dass ich nach hinten hin irgendwie den Abstand wieder aufbaue, damit ich eben die, ne, ganz klar vorne einfach mich mehr darauf konzentrieren kann, weiter nach vorne zu pushen. So. Jetzt hier der Ferrari ist natürlich jetzt für mich erstmal the next target, ja, also da geht es jetzt erstmal darum, das nächste Ziel, den muss ich mir jetzt irgendwie schnappen, die gute Lisa Kleinstetten, die Namen meiner KI-Fahrer habe ich alle selbst gegeben, da habe ich einfach mal hingesetzt, einfach ein bisschen bei Google rauf und runter, ein paar Namen rausgeschrieben, Nachnamen, Vornamen und das einfach ein bisschen zusammengebaut und mir hier ein Fahrerfeld erstellt. So, jetzt hier aber der Angriff und den habe ich auch durchgezogen und konnte mich vor den Ferrari setzen. Somit bin ich jetzt hier auf den, was ist es, müsste der 8. Platz, 7. Platz sein. Ja, Platz 7 ist es. Schon mal 2 Plätze gut gemacht. Mega. Jetzt hier der Angriff. Oder beziehungsweise starte ich erstmal die Verfolgung auf das Porsche-Duo, auf Otto Schmidt und Sabrina Hüllen. Die zwei, die gilt es jetzt zu knacken. Denn ich will natürlich nach vorne, ne? Ich hatte ein klares Ziel. Wollte irgendwie versuchen, vielleicht einer Top-10-Quali-Platzierung irgendwie Richtung Podium zu fahren. Und ja, die Verfolgungsjagd hier. Holen wir jetzt einmal vor in die dritte Runde. Hier jetzt anbremsen der Traguardo-Kurve. Anschließend hier Tamburello. Da konnte ich mich richtig nah ranfahren. Aber im Gepäck hinten immer noch der Lambo, der in Lauerstellung ist und der einfach nur darauf wartet, dass ich irgendwie einen Fehler mache. Aber die beiden Porsche da vorne sind natürlich im Fight. Das bedeutet für mich, die sind einen Ticken langsamer unterwegs. Dadurch kann ich mich jetzt hier immer wieder immer näher ranschieben und warte eigentlich einfach nur auf die Gelegenheit, daran vorbeizugehen. Muss aber noch ein bisschen zurückstecken, ein bisschen geduldig sein, denn ich will ja auch nicht zu viel riskieren und nicht irgendwie das Auto verlieren bei einem Überholmanöver, das einfach zu riskant ist. So fahren wir jetzt hier in Richtung Villeneuve und runter. Quatsch, das ist gar nicht die Villeneuve, das ist jetzt hier schon die Aqua Minerale. Die Kurve ist es. Wir fahren jetzt hier hoch den Berg Richtung Variante Alta, Richtung die Schikane, die ich ja, wie ich schon mal erwähnt hatte in einem anderen Video, in egal welcher Sim absolut nicht leiden kann. Keine Ahnung, ich finde irgendwie nie die richtige Linie, aber diesmal hier hat es irgendwie gepasst. So kam ich jetzt hier am Porsche-Heck richtig gut ran auf der langen runter Richtung der Rivassa oder wie auch immer sie heißt. Die komischen italienischen Namen. So, hier schiebe ich mich jetzt vorbei, gehe auf die Innenseite und ja, habe den Porsche natürlich hier erstmal außen, rechts außen gelassen und bin halt vorbei. Das war ein sehr gutes, sehr sauberes Manöver und jetzt natürlich erstmal nach vorne gucken. Leider habe ich ein bisschen Zeit verloren, Zeit nach vorne. Und kam aus der letzten Kurve dieser Rivassa nicht ganz gut raus, sodass der Porsche von Otto Schmidt sich hier wieder neben mich setzen konnte. Aber den Angriff konnte ich erfolgreich blocken und jetzt hier, ja, Anbremsphase, Traguardo und dann durch die Tamburello, durch dieses S durch.
Richtung Villeneuve-Kurve und muss jetzt irgendwie versuchen, natürlich nach hinten wieder Abstand aufzubauen, um nach vorne das Ganze relativ schnell zu verkleinern, damit ich hier irgendwie in den Windschattenbereich komme, weil dann kann ich mich wieder ransaugen an den Porsche von Sabrina Hüllen und kann dann irgendwann in den nächsten 2-3 Runden den Angriff starten. So war auf jeden Fall mein Plan und den habe ich genauso durchgezogen. Wir spulen vor hier in Runde 5. Da habe ich mich richtig nah an den Porsche rangefahren und jetzt hier einfach nur quasi wirklich in Lauerstellung, habe darauf gewartet, sobald sich hier die Lücke für mich auftut, sobald sich die Gelegenheit ergibt, einfach dran vorbeizugehen. Aber erstmal hier noch die Variante Alter, die mir hier im Weg stand, an der ich erstmal durch musste, kam aber verdammt gut raus, sodass ich trotzdem immer noch sehr nah dran bin. Ja, wir haben hier Abstand von 0,1, 0,2 und jetzt hier runter auf die Rivasa konnte ich mich daneben setzen und konnte mir den Porsche hier schön snacken, sodass ich mir jetzt hier Platz Nummer 4 safen konnte und habe das Ganze auch erfolgreich verteidigt, wie ihr seht. Ja, also bin tatsächlich vorne geblieben, aber habe natürlich jetzt das Problem, dass die Sabrina Hüllen jetzt hier voll in meinem Windschatten steht, aber auch der Otto Schmidt sich da von hinten dran schiebt. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe jetzt nicht nur mit einem zu kämpfen, sondern direkt mit zwei. Aber das habe ich jetzt hier relativ gut geklärt, indem ich verdammt gut durch die Traguardo und die Tamburello durchkam und dadurch jetzt hier nach hinten hin meinen Abstand schön vergrößern konnte. So, wir spulen nochmal vor. Runde 7. Steht an und ja, komischerweise hatte ich ausgerechnet jetzt, nachdem ich eben so eine gute Pace hatte, verdammte Probleme mit den Reifen bekommen. Ja, da seht ihr, also der Porsche war auf einmal über die Vorderachse verdammt rutschig und da hatte ich echt Schwein gehabt, dass ich hier nicht meinen so mühsam herausgefahrenen Abstand vollständig verloren hatte. Otto Schmidt jetzt hier mit 0,1 Sekunden hinter mir, war eine verdammt knappe Kiste. Auch jetzt hier in der Variante Alter wieder irgendwie Probleme beim Anbremsen gehabt, aber habe das Ganze dann doch nochmal relativ gut unter Kontrolle bekommen und dann jetzt hier runter, den Berg runter Richtung Rivasa, konnte ich das Auto dann doch wieder relativ gut durch die Kurve bringen, nachdem ich die Bremsbalance ein bisschen angepasst hatte, ein wenig weiter nach hinten gelegt hatte, damit eben die Fronträder nicht so schnell blockieren beim Bremsen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie hatte ich das im letzten Rennen ja dasselbe Problem gehabt, dass der Porsche so nach zehnminütiger Distanz, ja, so ungefähr selbe Zeit wie jetzt, auf einmal so Probleme macht über der Vorderachse. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem Fahrstil, das könnte natürlich auch sein. Aber jetzt hier von hinten gerade den Angriff gesehen, aber da steckt er zurück, bremst er zu früh und kann sich hier nicht neben mich setzen. Ja, Platz 4 bleibt erstmal, Platz 5 ist es. Platz 5 bleibt erstmal mit meinen Händen. Ja, und damit das auch so bleibt, wollte ich natürlich relativ schnell den Abstand vergrößern, während wir jetzt hier erstmal durch eine Gelbphase durchfahren, wo sich der Porsche auf die Seite gedreht hat. Aber ich jetzt diesmal die Tossa-Kurve hier sehr gut angefahren habe, auch sehr gut wieder rausgekommen bin, weshalb ich jetzt hier den Abstand doch relativ gut vergrößern konnte und ein wenig Sicherheit gewonnen habe, um eben mich weiter nach vorne zu fokussieren, was auch sehr gut funktioniert hat. Wir spulen jetzt nämlich nochmal vor in die letzte Runde. Wir sind jetzt hier Ende vorletzte, Anfang letzte Runde. Und ihr seht, da vorne der AMG, der ist schon groß. Steven Miller, so heißt er, relativ nah dran. Wir sind jetzt fast schon unter einer Sekunde. Und das war mein Ziel, Freunde. Ich wollte aufs Podium, habe jetzt hier wirklich alles gegeben. Habe in der vorletzten Runde hier richtig gepusht. Ihr seht das an der Rundenzeit, 1:45,9. Habe ich hier in den Asphalt gebrannt und das war auch meine beste Rundenzeit bisher im gesamten Rennen. Aber ihr seht unten auch in der prognostizierten Rundenzeit, 1:45,4 wird gerade aktuell prognostiziert mit meinen aktuellen Sektorzeiten und jetzt sogar eine 1:45,3. Also ich bin auf einer sehr schnellen Runde unterwegs und kann mich jetzt hier wirklich verdammt gut und immer näher an den AMG, an Steven Miller herankämpfen. Verliere aber jetzt hier leider wieder ein paar Hundertstel, ich eben blöd da oben rausgekommen bin. Aber nichtsdestotrotz war nicht so wichtig, weil ich konnte dranbleiben. Und ich wollte irgendwie auf Biegen und Brechen in den Windschatten vom AMG, damit ich eben in eine perfekte Ausgangssituation komme, um gleich irgendwann den Angriff setzen zu können. So jetzt hier hoch
Richtung Variante Alter. Da hatte ich jetzt schon ein bisschen Hoffnung gehabt, aber sollte noch nicht so weit sein. Kam jetzt hier auch sehr gut raus, sodass ich hier wirklich auf 0,3, 0,2 Sekunden heranfahren konnte, voll im Windschatten bin und dadurch jetzt hier richtig ein wenig Geschwindigkeitsüberschub mitnehmen konnte und mich jetzt daneben setzen konnte. Und nein, jetzt passiert es nämlich. Ich verbremse mich, die Reifen blockieren, ich rutsche über die Vorderachse der AMG neben mir. Da kommt es zur Berührung, was mich hier ein bisschen rausschiebt. Und da geht er jetzt auf der Außenseite wieder an mir vorbei. Blöder hätte es echt nicht laufen können für mich. Bekomme hier sogar noch eine Slowdown. Naja, was soll ich sagen? So ist es manchmal. Das ist Racing. Da gewinnt man, da verliert man. Platz 4. Damit gehe ich jetzt hier ins Ziel. Ich bin zufrieden. Hätte gerne das Podium mitgenommen. Wäre gerne auf dem Podium gestanden. Aber wie gesagt, Platz 4. Mega Ergebnis. Ich würde sagen, wir springen in die Tabelle. Ja, Freunde, da sind wir in der Tabelle und ihr seht schon, hier ist irgendwie irgendwas nicht richtig. Wir haben nämlich immer noch nur einen Start hier hinterlegt und sind in der Tabelle immer noch auf Platz 9 mit nur 2 Points. Was ist passiert? Ich habe da jetzt echt lange drüber nachgedacht und jetzt hinterher weiß ich, was passiert ist. Ich habe nämlich den Fehler gemacht und habe die Practice und die Quali-Session gestartet, gefahren, iRacing dann beendet und jetzt hinterher als Rerun nochmal das Rennen gefahren und dadurch ist das Ganze jetzt so passiert, dass dadurch, dass diese Session beendet wurde, iRacing das Rennen als gefahren oder als ausgefallen markiert und wir direkt ins nächste Rennen quasi springen. Wenn du das Rennen einfach nochmal fährst, wird es einfach nicht mehr gewertet. Ja, blöd gelaufen, ist jetzt halt so, wir werten das Rennen jetzt hier einfach mal als Fehllauf. Lassen es in der Meisterschaft so drinnen stehen, scheißegal. Ich habe keinen Bock, nochmal neu zu starten. Ist, wie es ist. Mal gucken. Wir schreiben uns die Punkte einfach mal auf. Wir wissen ja, Platz 5 ist es geworden, hätte uns 10 Punkte gebracht. Rechnen das am Ende mal auf unsere Punkte drauf und gucken dann mal, wo wir gelandet wären. Also, es bleibt bei Platz 9 mit 2 Punkten durch diesen blöden Fehler, den ich jetzt hier gemacht habe. Merkt euch das einfach für die Zukunft, falls ihr auch so eine Meisterschaft startet. Wenn ihr ein Rennwochenende startet, ins Quali geht, iRacing dann beendet, gilt das Rennen als gefahren. Auch wenn es nicht gefahren wurde. Doof gelaufen, ist jetzt so. Ich sage bis dahin, hoffe euch hat jetzt hier auch der zweite Lauf gefallen und würde mich sehr über euer Feedback freuen, auch zu meinem Nachkommentierstil, den ich auf jeden Fall noch überarbeiten muss, optimieren muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Rennen, wie auch immer. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.